So, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zum zweiten Konferenztag unserer Dirk-Jahreskonferenz. Leider kann unser Dirk-Präsident Stefan Lovis heute nicht hier sein, da er an einer sehr wichtigen Sitzung seines Arbeitgebers, der RWE, teilnehmen muss. Und er hat mich aber gebeten, Sie ganz herzlich zu grüßen und sein Fernbleiben zu entschuldigen. Somit darf ich als Dienstälteste, ich hoffe, ich sehe nicht so alt aus, aber als dienstältestes Vorstandsmitglied und Mitglied des Präsidiums Sie heute hier begrüßen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Claudia Kellert, bin nicht nur Mitglied des Präsidiums, sondern habe auch eine geregelte Arbeit, für die ich auch Geld bekomme. Ich bin Leiterin Investor Relations bei der Gary Weber International AG. Tja, es ist natürlich sehr traurig, dass Stefan eigentlich nicht hier sein kann, um an unserer Konferenz teilzunehmen. Auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz, dass Stefan nicht hier ist, weil es einfach zeigt, dass er an einer so wichtigen Konferenz bei seinem Arbeitgeber teilnehmen muss, dass seine Stimme, seine Meinung und seine Argumente als Leiter der Investor Relations Abteilung so ein großes Gewicht bei RWE haben, dass er eben an dieser Konferenz teilnehmen muss. Und damit schließt sich ein wenig der Kreis zu unserem heutigen Motto dieser Konferenz, Investor Relations im Zyklus der Märkte, Rudergänger oder Navigator in schwerer See. Ich möchte heute Morgen einmal kurz darauf zurückkommen, was die Intention und der Kern bei der Formulierung dieses Mottos war. Ich habe mich auch mal schlau gemacht beim Kai, weil ich bin auch keine Seglerin. Was ist denn so der Unterschied zwischen Rudergänger und Navigator? Also der Rudergänger, das ist der in der Bounty mit diesem runden Ding vor sich, der führt die Weisungen des Kapitäns aus. Wenn wir das mal in unsere Unternehmen übertragen, bedeutet dies, die Investor Relations Abteilung führt die Anweisungen des CEOs oder CFOs aus. Das tun wir bestimmt auch, machen wir uns da mal nichts vor. Aber, und das ist meine feste Überzeugung, wir können mehr als das. Wir sind mehr als reines Ausführungsorgan. Niemand im Unternehmen steht in einem so engen Kontakt zum Kapitalmarkt, wie wir es tun. Wir pflegen die Kontakte zu Analysten und Investoren. Wir wissen, was die Meinung des Marktes ist. Wir hören Lob, Kritik, Empfehlungen, manchmal auch Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens. Aber wir sind im Endeffekt das Sprachrohr, einmal von innen nach außen, aber auch ganz wichtig, und ich glaube, das haben wir auch gestern auf dem Panel eindeutig gehört, sind wir das Sprachrohr von außen in das Unternehmen. Mit all unserem Wissen, was wir dadurch angesammelt haben, bringen wir sozusagen die Outside-Perspektive nach innen. Auf den Navigator zu kommen, den ich ja noch nicht erklärt habe. Der Navigator, der über seine Seekarten gebeugt ist, so habe ich mir das mal vorgestellt, umfassende Kenntnisse hat über das Revier, in dem er oder der Kapitän das Schiff steuert, sprich unserem CFO oder CEO. Dieser Navigator unterstützt den Kapitän, den richtigen Kurs festzulegen. Wir müssen jetzt halt entscheiden, sind wir Navigator oder einfacher Rudergänger. Diese strategische Funktion unserer Investor Relations Arbeit und die Art und Weise, wie wir diese Funktion ausfüllen, entscheidet darüber, ob wir bloßer Rudergänger oder Navigator sind, der durch sein Wissen Einfluss nehmen kann. Diese, und ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen neue Breite von Investor Relations, macht unsere Arbeit verantwortungsvoller und ich finde auch noch facettenreicher, als sie so schon ist. Ich möchte jetzt gerne so ein bisschen die Kurve bekommen zu unserem heutigen Gastgeber, zum Dirk. Was ist denn dabei die Aufgabe des Dirk?
der Dirk als Sprachrohr unserer Profession. Wie kann er die strategische Arbeit bewerten, aber auch bewerben? Der Dirk tut dies, indem er an Fachdiskussionen teilnimmt, CEOs und CFOs direkt anspricht, so wie gestern auf unserer Auftakt-Panel-Diskussion. Ich weiß nicht, wer daran teilgenommen hat, der wird gesehen haben, dass Unternehmensvorstände, Vertreter von institutionellen Investoren, IR-Kollegen, aber auch Berater auch zum Teil sehr kontrovers darüber diskutiert haben, wie viel Einfluss denn Investor Relations auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens haben darf oder sollte. Aus meiner eigenen Erfahrung, und mein CFO saß gestern auf dem Panel, und daher weiß ich, dass das kein einfacher Weg war. Ich kann Ihnen nur empfehlen, fordern und fördern Sie die Rolle von Investor Relations im Unternehmen. Gestern hat jemand gesagt, das ist keine Bringschuld, die der Vorstand an Sie tragen muss, sondern Sie haben im Endeffekt eine Hohlschuld, um dieses auch bei Ihren Vorgesetzten einzufordern. Ja, und an die Vorstände kann ich nur den Tipp geben, nutzen Sie doch einfach das Wissen, Schaden tut es ja nicht. Als Verband, als Dirk, fördern wir unsere Profession, indem wir wesentliche Aspekte in der Interaktion mit dem Kapitalmarkt fördern. Ein Beispiel für eine solche Fokussierung auf das Wichtige in unserer Arbeit war die Anpassung der Anforderungen an die Quartalsberichterstattung. Ich denke, jeder von uns hat ja in der Praxis schon mit zu tun gehabt. Jeder hat sich, ich hoffe auch schon, ausreichend in bilateralen Gesprächen oder aber auch gestern auf unserem ersten Konferenztag darüber austauschen können. Wir als Dirk, aber ich denke auch jeder Einzelne von uns, hat die Gesetzesänderung sehr begrüßt. Wir freuen uns auch, dass die Deutsche Börse die vom Dirk und anderen Stakeholdern erarbeiteten Vorschläge zur Flexibilisierung dieser Quartalsberichterstattung umgesetzt hat. Dabei herzlichen Dank, lieber Kai, und ich glaube, da sind wir alle auch sehr, sehr stolz drauf, dass die Deutsche Börse den Vorschlag des Dirk eigentlich weitreichend in ihre Regularien umgesetzt hat. Noch wichtiger aber ist es, was machen wir eigentlich draus? Gesetze zu formulieren, Regelungen festzusetzen, ist das eine. Aber wie gehen wir denn als Investor Relations Officer, die zum großen Teil Verantwortung tragen für die Quartalsberichterstattung, mit dieser neu gewonnenen Freiheit um? Wie können wir denn als Dirk helfen, dieses in die Praxis gewinnbringend für uns alle umzusetzen? Ich denke, dass, wie bereits gesagt, auf dem gestrigen Konferenztag da schon auf verschiedensten Foren diskutiert wurde. Trotzdem wollen wir dieses auch heute fortsetzen und in verschiedenen Beiträgen, Workshops, Best-Practice-Empfehlungen zum Thema Umgang mit Quartalsmitteilungen hier berichten. Aber unsere Konferenz soll ja noch mehr bieten. Wir wollen ja nicht nur über ein Thema der Quartalsmitteilungen sprechen. Anschließend an meine Eröffnungsrede wird Professor Reimelt, herzlich willkommen, die Keynote mit seiner Ansprache eröffnen. Danach werden Vorstände der Deutschen Börse, verschiedener gelisteter Unternehmen und andere Kapitalmarktexperten über das Thema Frankfurt, Deutschland, Europa, wie zukunftsfähig ist unser Kapitalmarkt, diskutieren. Unsere Workshops, zu denen ich Sie natürlich herzlich einlade, werden am heutigen Tage wie immer sehr, sehr vielfältig sein. Wir werden Themen wie die Missbrauchsrichtlinie besprechen, MiFID II, die bestimmt einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere tägliche Arbeit und die Kapitalmarktkommunikation haben werden. In weiteren Workshops stehen unter anderem Themen wie Nachhaltigkeitskommunikation, Shareholder-Aktivisten, Digitalisierung der Berichterstattung,
oder auch der Umgang mit US-Investoren auf dem Programm. Naja, und natürlich werden wir auch die Soft Skills nicht zu kurz kommen lassen. Ich hoffe, es konnten gestern schon einige an dem angebotenen Medientraining teilnehmen. Ja, und last but not least werden wir heute Abend im Rahmen einer wirklich festlichen Gala die Absolventen des diesjährigen CSIRO begrüßen und natürlich wie in jedem Jahr den Deutschen Investor Relations Preis würdigen. Ja, und ich glaube, wofür wir auch bekannt sind, und das haben wir gestern gezeigt, und ich hoffe, dass die Frankfurter noch ein bisschen gefeiert haben, dass sie in der ersten Liga bleiben dürften. Und die Nürnberger, naja, sie waren es ja gewohnt, Entschuldigung, als erster FC Köln-Fan darf ich das sagen, ich weiß, wovon ich rede, werden wir natürlich auch das Networking weiter fördern. Und ich denke, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Jahreskonferenz. Ja, das Programm zeigt ganz deutlich, wie vielfältig und facettenreich unser Berufsstand, unser Berufsbild ist. Und ich kann Ihnen sagen, durch verschiedene Gespräche auch mit anderen Verbänden, dass die Investor Relations Arbeit in Deutschland in vielen Ländern auch als Vorbild dient. Wir im DIRC versuchen, über den Tellerrand immer wieder hinauszuschauen und stehen im aktiven Austausch mit verschiedenen Verbänden, der CIRA zum Beispiel oder des IR-Clubs. Auf der letzten Mitgliederversammlung waren zum Beispiel auch Vorstände der größten Verbände aus den USA, Australien oder Kanada. Ich denke, auch dieser internationale Austausch ist besonders wichtig, da auch unsere Profession ja eine eher international ausgerichtete Profession ist. Ja, und auch wie bei der Oscar-Verleihung, ich werde das auch, ich hoffe, in unter 30 Sekunden schaffen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Einmal beim Steering Committee unter Leitung unseres Ehrenpräsidenten Dr. Wolfram Schmidt, der auch immer für die Ausrichtung und die inhaltlichen Themen unserer Jahreskonferenz Verantwortung tragen. Ja, herzlichen Dank natürlich beim gesamten DIRC-Team, jetzt weil Sie gerade da sitzen, Katharina, herzlichen Dank, Kai, für die tolle Arbeit, die ihr das ganze Jahr leistet natürlich. Aber auch, und ich glaube, das hat der erste Tag auch gezeigt, für die tolle Organisation dieser Konferenz. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach. Vielen Dank. Ja, auch herzlichen Dank natürlich an alle, die heute hier sind und diese Veranstaltung mit Leben füllen, auch mit ihrem Wissen natürlich füllen. Danke deswegen auch an die Referenten und Workshopleiter, dass sie sich die Zeit nehmen und auch ihre Erfahrungen und das Wissen mit uns allen teilen. Und natürlich auch die Sponsoren, die uns seit vielen Jahren unterstützen und, sind wir ganz ehrlich, auch diese Veranstaltung erst möglich machen. Sonst müsste der Vorstand schon wieder über eine Mitgliedsbeitragserhöhung entscheiden und das wollen wir natürlich auch nicht. Vielen Dank, wie bei der Oscarverleihung, das war es auch zu den Dankesworten schon. Bevor ich jetzt dazu komme, Ihnen den Redner der heutigen Keynote vorzustellen, möchte ich einen ganz, ganz kurzen Blick werfen zurück in die Geschichte unserer Profession. Ich muss dazu zurückgehen in die 50er Jahre in die USA. Auf ein Unternehmen namens General Electric, ich glaube, das kennt jeder, auch dieses wunderschöne Logo, was GE hat, und da auf einen Mann namens Ralph G. Cordiner, der von 1950 bis 1958 Präsident von General Electric war. Als er die Leitung von GE übernahm, schuf er erstmalig eine Funktion für die Kommunikation mit Aktionären. Für ihn war, wie wir es heute nennen, Investor Relations, und ich zitiere, mehr als nur nitty-gritty stuff like stock transfers and requests from little old ladies looking for their dividend checks. Er ist somit unser Gründer oder auch Erfinder der Investor Relations Arbeit, wie wir sie heute nach 65 Jahren kennen. Heute nun freue ich mich sehr, Nachfahren von
Ralf J. Kordenein hier bei uns begrüßen zu können. Professor Dr. Stefan Reimelt, herzlich willkommen als Präsident und CEO von GE Power Conversion. Professor Reimelt, ganz kurz, studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin, wo er auch promovierte und seit 2010 Verfahrenstechnik lehrt. Für mich, sage ich ganz ehrlich, als Betriebswirt habe ich bei so einem Wort Verfahrenstechnik schon immer ein bisschen Angst. 2011 wechselte er zur General Electric Gruppe, wo er seit September 2015 in seiner heutigen Position bei GE Power Conversion wirkt. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Konzernen, aber auch mittelständisch geprägten Unternehmen inne, darunter auch in ihrem eigenen Technologieunternehmen. Professor Reimelts Thema heute sind die Auswirkungen aktueller Megatrends auf einen Global Player wie General Electric. Wie wirken sich zum Beispiel schwankende Rohstoffpreise oder nachhaltiges Wirtschaften über ganze Konjunkturzyklen hinweg auf ein so international geprägtes Unternehmen wie General Electric aus? Welche Bedeutung hat der wirklich, ich glaube, unaufhaltsame Trend der Digitalisierung auf die Geschäftsabläufe eines solchen Unternehmens? Analog zu unserem Konferenzmotto Investor Relations im Zyklus der Märkte wird uns Professor Reimelt aufzeigen, wie er bzw. General Electric immer wieder Antworten auf diese Herausforderung findet, immer wieder Möglichkeiten findet, um auf die sich verändernden Märkte einzugehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Herr Professor Reimelt, the floor is yours.